Willkommen zu einer neuen Folge von uns. Viele haben das Interesse geäußert, Informationen von uns zu bekommen, wie denn aktuell die Lage in Portugal ist. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, das Freistehen gestaltet sich aktuell schwieriger. Es gab Reibereien mit den Locals und den Vanlifern. Mehrere hunderte Camper wurden weggeschickt. Zudem hat auch das Land Portugal ein neues Gesetz verabschiedet, was generell das Freistehen in Portugal wohl jetzt mehr regulieren soll. Es gibt höhere Strafen, aber es ist nicht unmöglich. Und wenn man sich nicht in die erste Reihe am Strand stellt, sondern auch einfach mal etwas ins Landesinnere stellt, dann findet man auch sehr schöne, unberührte Plätze, immer noch sehr in der Natur, wo wir auch von den Polizisten die Bestätigung gekriegt haben, dass man da auf jeden Fall stehen kann, so man sich an einfach gewisse Regeln hält, den Platz sauber zurücklässt, dort, wo man steht, niemanden stört. Und dann ist das immer noch sehr möglich, einen perfekten Stellplatz in der Natur zu finden und ein tolles Campingerlebnis zu haben. Neben den üblichen Restriktionen oder Maßnahmen gegen das Coronavirus hat natürlich auch Portugal Maßnahmen eingeleitet. Abstand halten, Maske tragen, wo man nicht den Abstand zu anderen Leuten halten kann, wurde über die erste Dezemberwoche als Mini-Lockdown entschieden. Das hatte die Bedeutung, dass man dann einfach in seinem Heimatdistrikt bleiben sollte. Reisen innerhalb des Landes sollten damit reduziert werden. Auch wir haben uns natürlich dafür entschieden, uns an diese Regeln zu halten. Haben wir uns dann 2 Wochen auf einem privaten Stellplatz eingebucht. Der befindet sich zwischen Sagres und Lagos. Wir haben euch natürlich während der Zeit mitgenommen und zeigen euch jetzt einfach, was so passiert ist. Geht's dir gut da hinten? Aha. Sehr gut. Unser Lockdown-Camp steht ganz im Zeichen der Restauration von Günni. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Nachbarn hier. Das ist ein sehr abenteuerlicher Weg. Aber der Nachbar hatte bei einer Werkstatt einen neuen Dieselfilter bestellt, den wir jetzt mal abholen wollen, beziehungsweise fragen wollen, wann er Zeit hat. Ups. Oh, besserer Weg. Besserer Weg. Wir sind hier durchs Gebüsch gewatschelt. Und bevor er jetzt wieder rüberkommt, dachten wir uns, laufen wir mal ein paar Meter. Und wir dachten, unser Günni sei historisch. Da haben wir die Wette ohne den Werkstattleiter gemacht, denn sein Bus ist aus den 60er Jahren. Werkstatt Deluxe. So, wir haben es zur richtigen Adresse geschafft und haben uns mal in die Werkstatt angeguckt, haben mit ihm geklärt, dass er morgen halt den Dieselfilter abholt und bei uns vorbeibringt, dass wir ihn tauschen können und auch um unseren Günni wieder auf Vordermann zu bringen. Genau, haben uns das mal angeguckt, das ist so eine kleine Community mit 4, 5 Campern, die halt leben, haben so eine selbstgebaute Werkstatt. Ja, die Werkstatt war eigentlich das Interessanteste. War schön anzusehen. So sind wir hergekommen. Den Weg zurück zur Baustelle haben wir dann natürlich noch gefunden. So, wir nutzen die Zeit während des Mini-Lockdowns hier in Portugal sinnvoll und pflegen unseren Günni ein bisschen intensiver. Er kriegt einige Verschönerungen. Was machst du da? Ich schmiere die Dichtungen jetzt mit Fett ein, damit die schön geschmeidig bleiben und nicht porös werden. Denn für viele dieser Dichtungen gibt es keinen Ersatz mehr und es wird uns sehr teuer, wenn die kaputt gehen. Müssen wir also das, was wir haben, gut erhalten. So sieht es übrigens aus, wenn man größere Arbeiten vornimmt. Motor ist offen. Küche ist irgendwie offen und unaufgeräumt, alles ist nach hinten verschoben. Chaos pur. Aber es macht auch mega viel Bock. Wir haben
schon die Dieselleitung getauscht, weil einer davon porös war. Der Motor war so ein bisschen dieselig. Und jetzt waren wir auf dem Dach zugange, ein paar Roststellen entfernt. Das müssen wir nachher noch abschleifen. Und dann haben unsere netten Nachbarn von den Humble Hobos tatsächlich den Originallack dabei, den wir dann drauf machen können, dass es halt hinterher gar nicht mehr so gefaked aussieht. Sondern richtig gut. Und jetzt haben wir vorne noch eine Roststelle entdeckt, die wir jetzt gerade fertig machen. Zudem haben wir auch noch einen Plan. Defekter Reifen ab. Geflickter Reifen drauf. So schöne Regenbögen hier. Ist der Hammer. Wir mussten gerade eine Unterbrechung mit den ganzen Arbeiten machen, weil es einfach so aus allen Eimern gegossen hat, dass wir nichts weitermachen konnten. Wir haben ja quasi unsere Decke versucht von außen zu versiegeln, aber hier sind gerade einfach Flüsse entstanden, da wo eigentlich die Wege sind. Von daher kurze Pause, kurz ans Feuer stellen, falls es noch an ist, und dann geht's wahrscheinlich morgen weiter. Sieht das auch richtig? Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen gruselig aus, aber wir schleifen es nachher noch an, bevor wir den Lack dann auftragen. Mhm. Und ansonsten mache ich das absolut richtig so. Sieht ja jetzt schon aus wie neu. Aha. Einmal den Hund wegkicken. Komm ich nicht. So? Ja. Okay. Jagger. Damit hier bloß keine Langeweile aufkommt, Scheißwetter draußen, dann starten die Umbaumaßnahmen drin. Wir wollen dieses Regal hier umhängen, weil es sich doch herausgestellt hat, dass es nicht so praktisch ist, das so über dem Kopf zu haben im Bett. Wir dachten, wir hängen das dann jetzt einfach hier über die Sitzbank. Vorher. Und nachher. Das Regal ist angebracht und wir sind richtig happy mit dem Ergebnis. Und wir haben jetzt beste Sitzhöhe auch im Bett. So, jetzt steht einem gemütlichen Filmabend nichts mehr im Wege und endlich Kopffreiheit. Wie ihr seht, haben wir die Zeit erfolgreich genutzt und einige Umbauten hier an Böni vorgenommen. Aber das Leben dreht sich ja nicht nur um Arbeit. Wir haben natürlich auch Spaß gehabt hier während der ganzen Zeit und zeigen euch im nächsten Video, was wir alles rund um den Stellplatz erlebt haben, wie wir unsere Freizeit gestaltet haben und was es für schöne Orte hier in der Umgebung gibt. Also schaltet ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und einen Kommentar da und natürlich auch den Like. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.